Die AfD nimmt ja für sich in Anspruch, wie der Name schon sagt, die Alternative für Deutschland zu sein. Alternative zu den anderen Parteien. Von der AfD konsequent nur Altparteien genannt. Altparteien heißt im AfD-Sinne machtversessen, postenverliebt, Geschacher in Hinterzimmern, politische Ränkespiele. Parteien, denen es eben nicht um die Interessen des Landes ginge, sondern nur um die eigenen. Dagegen bringt sich die AfD gern in Stellung, die Partei, bei der es ja, so wird gerne vermittelt, um die Sache ginge, um Deutschland. In mittlerweile 14 Bundesländern, in denen sie im Landtag sitzt, kann man das nun bestaunen. Den Kampf der AfD um die Sache. In Niedersachsen zum Beispiel. Ben Bolz und Johannes Jäumes. Das ist Dana Gut, Fraktionsvorsitzende der AfD in Niedersachsen. Und das ist Armin Paul Hampel, bis vor kurzem Parteivorsitzender in Niedersachsen. Beide verbindet eines ganz besonders: abgrundtiefe Abneigung. Inzwischen bin ich die schweren Stücke gewohnt. Diese Schlammschlacht muss ein Ende haben. Es sind tiefe niedersächsische Gräben, die sich durch die Partei ziehen. Seit über einem Jahr berichten Zeitungen von einem Showdown bei der AfD. In der Partei herrscht Krieg. Alle gegen alle bei der Alternative für Deutschland. Die Partei, die doch eigentlich so anders sein wollte. Wir sind keine Karrieristentruppe und wir werden das auch nicht werden. Dafür haben wir schon CDU, CSU, FDP, SPD, Grüne. Wir unterstellen uns und unser Ego der Sache. Wann es in Hampels niedersächsischer AfD zuletzt um die Sache ging, ist unklar. Denn eigentlich ging es meist nur um Macht, Ämter und Mandate. Wer es wagte, gegen den Vorsitzenden aufzubegehren, wurde von Hampel als Verräter an der Sache hingestellt. Wie etwa hier auf einer parteiinternen Veranstaltung vor ein paar Wochen. Und jetzt kommen wir zu einer unschönen Abteilung bei uns in Niedersachsen. Natürlich gibt es immer Kräfte, die gegen einen arbeiten. Ich habe, liebe Freunde, den bösen Verdacht, dass es einige bei uns gibt, die schon auf das Büro und auf den Dienstwagen stärker schielen, als es erlaubt ist. Dana Gut, seine Hauptgegnerin, kennt all diese Behauptungen. Und auch ein Geheimpapier eines Hampel-Mitarbeiters, in dem über sie geschrieben steht: Wer will in Niedersachsen die Basis mundtot machen? Dana Gut. Das ist, ja, ich sag's mal, Lachs, das ist Ponyhof. Intern kursieren da ganz andere Dinge und ich muss Ihnen wirklich sagen, ich hätte es nicht für möglich gehalten, mit welchen Mitteln man tatsächlich auf Mitbewerber losgeht innerhalb der eigenen Partei. Es ist eine Lagerbildung, eine Versöhnung fast unmöglich. Wie ist denn momentan Ihr Gesprächskontakt zu Armin Paul Hampel? Faktisch nicht vorhanden im Moment, ist so. Ja, aber gibt ja auch keinen Grund. Natürlich funktioniert es, wenn man will. Aber reden? Also ich rede gerne. Aber nicht mit Dana Gut. Ja, selbstverständlich. So, muss sie auf mich zukommen und dann, oder ich bin mehrfach auf sie zugegangen. Ich weiß nicht, wo und wann er das versucht hat, mit mir nicht. Wer auch immer recht hat, eine persönliche Aussprache zwischen den beiden gibt es bis heute nicht. Zu viel ist vorgefallen in den letzten Monaten, denn auch das Gutlager hatte ordentlich ausgeteilt. Etwa am Abend der niedersächsischen Landtagswahl. Eine E-Mail taucht auf und ruiniert Hampels Stimmung. Guts Leute fordern eine Neuwahl des Landesvorstandes. Der Vorsitzende schlägt umgehend zurück. Also so masochistisch kann ich gar nicht sein, dass ich diejenigen, die mir da doch mit ziemlich perfiden Mitteln versuchen, das Leben schwer zu machen, jetzt als meine politischen Partner anerkenne. Über den Schatten kann ich nicht springen. Er hat Angst vor seiner Abwahl und aus dieser Angst heraus schlägt er einfach in wilder Panik um sich. Und aus meiner Sicht verlässt er dabei auch den Boden demokratischer Grundsätze. Es gibt durchaus Mitglieder, die verwenden härtere Worte dafür. Wie etwa unfähig, geltungssüchtig, nur auf den eigenen Vorteil bedacht. Die Situation ist so vertrackt, dass es dann zwei Einladungen zu einem Parteitag gibt. Das Hampel-Lager lädt im Januar in den Niedersachsenhof nach Gieboldehausen. Die Gut-Fraktion am selben Tag nach Hannover-Miesburg. Die Bundespartei schreitet ein. Der Vorstand um Hampel wird abgesetzt. Alternative für Deutschland? Selbst in der eigenen Partei Sarkasmus. Wenn wir also tatsächlich antreten mit Mut zur Wahrheit und nach 4 Jahren einige Landesverbände schon besser als die Altparteien sind, dann ist mir in der Tat wirklich Angst und Bange.
Neuwahl des Landesvorstandes am vergangenen Wochenende in Braunschweig. Showdown zwischen der Hampel-Fraktion und dem Lager von Dana Gut. Auf dem Programm, sicherlich zur Freude von Gut, die Abrechnung des Bundesrechnungsprüfers Christian Waldheim. Herr Waldheim, der Parteitag wird Ihnen sicherlich sehr gespannt lauschen. Viel Spaß. Danke. Penibel wird Herr Waldheim über eine Stunde Hampels Rechenschaftsberichte der letzten Jahre auseinandernehmen und feststellen, dass es für über 27.000 Euro an Ausgaben keine Rechnungen und Belege gibt. Beleg Nummer 446, 714,90 Euro, keine Reisekostenabrechnung, keine Belege. Für 2016 zwischen 60, 80 und 90 Ausgaben gab es keine Rechnung und keine Belege. Beleg Nummer 522, 884,10 Euro, auch wieder Zweck, Anlass und bewirtete Person nicht erkennbar, weil nicht notiert. Ach, wissen Sie, wenn Sie inhaltlich und wenn Sie inhaltlich mit jemandem nicht zurechtkommen, dann macht man eine Kassenprüfung. Ich sage Ihnen, bei meiner Ehre, die ich immer noch trage und die ich immer noch habe, dass all diese Abrechnungen korrekt waren und korrekt abgerechnet worden sind. Ich nehme es auf meine Ehre. Entscheiden Sie, wie dazu verfahren ist. Dankeschön. Lieber Paul, Ehre, ja, wir haben hier zwei Dimensionen. Wir haben hier eine moralische Dimension, da wird mir schlecht. Und wir haben eine rechtliche und die wird aufzuklären sein. Wenn ich so viel Geld unterschlagen hätte, ich hätte mich heute in diesem Saal hier nicht mehr getraut. Das muss ich dazu sagen. Gehen Sie in die Selbstkritik, schieben Sie die Schuld nicht nur auf andere. Das wollen wir von Ihnen sehen. Danke. Naja, gut, hiernach kommen die Wahlen und dann soll natürlich der Kandidat, der wieder ins Rennen geht, wie ich, weitestmöglich beschädigt werden. Das erkenne ich schon. Ob Dana Gut davon gewusst hat? Auf jeden Fall gefällt sie sich in der Rolle der Unschuldigen. Ich möchte hier auch nicht über meine Mitbewerber sprechen oder über das, was in der Vergangenheit versäumt wurde. Um dann doch nachzutreten. Ich kann Ihnen eins versprechen. Wenn Sie mich zur Landesvorsitzenden wählen, dann geht das Geld nicht ins Steigenberger, sondern vielleicht als allererstes in ein elektronisches Stimmsystem, dass wir diese ganze Kartenzählerei hier nicht mehr haben. Auf Frau Gut entfielen 280 Stimmen, auf Herrn Hampel 205. Dana Gut wird schließlich zur neuen Landesvorsitzenden gewählt. In einer Partei, die eigentlich eine Alternative für Deutschland sein will. Passt das eigentlich zu den Werten, die die AfD vertritt, was sich hier in den letzten Monaten so abgespielt hat? Oh, eine schwere Frage, eine schwere Frage. Ich empfinde das als mit großem Bedauern, weil ich immer davon ausgegangen bin, dass die AfD sich von den Etablierten dadurch unterscheidet, dass die Funktionsträger gesittet miteinander umgehen. Naja, wir sind alles Menschen. Behaftet mit den menschlichen Unzulänglichkeiten. Und insoweit so ganz anders wie die anderen Parteien werden wir nicht sein. Vielleicht haben wir das eine oder andere hehre Ziel, ob sich das dann realisieren lässt, muss man abwarten. Aber so ganz viel anders werden wir nicht sein. Wir sind eins. ARD.